Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diese super leckeren Cookies und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die Cookies verwende ich 265 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 100 Gramm gehackte Walnüsse, 150 Gramm gehackte Schokolade, 75 Gramm Schokotröpfchen, ein Ei, ein Teelöffel Speisestärke, ein halber Teelöffel Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Das war's auch schon und jetzt können wir loslegen. So, als erstes nehmen wir die Butter und den Zucker und den Vanillezucker und verrühren das so ein bisschen. Dann kommt das Ei dazu, das Backpulver, die Speisestärke und das Mehl. Und jetzt werde ich auch meine Hände benutzen und den Teig kneten. Der Teig ist jetzt soweit fertig. Ich habe den ungefähr nur 5 Minuten oder so geknetet. Jetzt werde ich die Schokolade dazu tun. Und die Walnüsse. Und jetzt wird alles nochmal weiter geknetet. Ich habe weiße und Vollmilchschokolade gemischt verwendet, weil ich das noch im Haus hatte. Ihr könnt natürlich nur Vollmilchschokolade verwenden oder nur weiße Schokolade. So, den Teig habe ich jetzt auch noch mal 5 Minuten geknetet. Jetzt hat sich das relativ gut verbunden. Es ist so ein bisschen tricky, weil die Schokostückchen ein bisschen größer sind und die Walnüsse auch. Man denkt, es krümelt eigentlich zu doll, aber das ist nicht der Fall. Jetzt werde ich die Cookies formen. Dafür nehme ich mir immer so ein Stückchen Teig. Ja, ein bisschen größer als eine Walnuss. Und roll mir das zu einem Ball. So, und wenn hier zu viele kleine Stücke liegen, könnt ihr die immer noch so raufdrücken. Wenn ihr große Stücke habt, könnt ihr sie auch so in die Mitte drücken. Dann ist nachher, wenn man reinbeißt, eine Schokoladenfläche richtig drin. Das ist auch total lecker. Und vielleicht noch eine Walnuss so. So, und in dieser Form werde ich die jetzt auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Wenn ihr das nicht mit so großen Stücken möchtet, dann schneidet ihr die Schokolade einfach ein bisschen kleiner. So, die Cookies habe ich jetzt fertig geformt. Es sind bei mir insgesamt 19 Stück rausgekommen. Ja, ich hätte auch 20 Stück rauskriegen können wahrscheinlich. Ich habe sie ein bisschen größer gemacht, egal. Die kommen jetzt in den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da werden die jetzt drin backen. Und zwar für 15 bis 20 Minuten. Die genaue Zeit werde ich euch im Anschluss sagen. So, die Cookies waren jetzt 15 Minuten im Backofen, die sind jetzt noch warm und jetzt werde ich sie mit einem Glas, mit dem Boden von einem Glas, ein bisschen platt drücken. Seht ihr, wie lecker die Schokolade da rauskommt? So, ich werde die jetzt noch 5 Minuten auf dem Backblech lassen und dann werde ich sie auf einen Kuchen raus tun, damit sie abkühlen können. Die leckeren Cookies sind jetzt fertig und die waren wirklich nicht schwer zu machen. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch
und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.